Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Adom. Wir sind hier im Domain der Ice Queen und wollen doch mal in ihr Schloss oder ihren Palast, um sie um eine Audienz zu bitten. Oder vielleicht kann sie ja sonst uns irgendwie helfen, nachdem wir ihr helfen oder wie auch immer. Wir wollen erstmal aber hier, damit wir uns mit ihren Wachen es nicht verscherzen. Die sind nämlich ein bisschen wachsam. Machen wir uns unsichtbar. So. Und schon sehen sie uns nicht. Okay. Weil wir wollen hier möglichst wenig Ärger machen. Und im Rahmen dessen werden wir hier auch nicht reingehen. Ich meine, hier gibt es zwar das ein oder andere Item zu finden, aber das ist den Ärger nicht wert. Small Court. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht einen Geheimgang finden. Dann essen wir mal das und das. If you eat the heart of a dragon, you will share in its strength. Das ist, glaube ich, nicht völlig falsch. Hier noch ein Lizard hinterher. Okay, dann gucken wir mal ins Dungeon. Das war nett. Das hier ist quasi so ein bisschen Bonus. Den muss man nicht machen. Auf Card. Ah ja, und eine Sache, wir sollten auch mal, damit wir hier bei der Bewegung nicht einfrieren, uns ein Amulet of Reaction anlegen. Das ist hier ein bisschen Bonus, das ist, also, ich weiß nicht, ob die Ice Queen nicht weiß, dass das hier ist, also das zählt auf jeden Fall, also wenn wir hier Stress machen, das kümmert keinen. Hier können wir Stress machen, so viel wir wollen. Deswegen machen wir ja auch Stress, so viel wir wollen. Eigentlich ohne großen Grund, aber Ja. Oh, Level 23, wie schön. Tactics. Noch brauchen. Na, haben wir 80? Ja, haben wir erreicht. Und dann haben wir noch. So. Okay. Oh, an die 3 auf an die 5. Das ist auch schön. Backstabbing ist egal. Battle Axe, gut, braucht kein Mensch. So, was hast du denn für Cure-Pulsen? Brauchen wir nicht. Oh, hallo, hier ist mal ein bisschen was los. Seid ihr? Fire Beetle. Na, du wirst es hier nicht leicht haben, Freund. Yeti, aha, so sehen die also aus. Gut. Ich meine, du stirbst doch schon von alleine, ne? Wenn wir nur lang genug warten. Naja, wir müssen auch nicht lange genug warten. Fireproof Blanket. Haben wir schon ein paar von, aber gut. Also genau genommen 2. Gerade so gepasst. Habe ich natürlich genauso geplant.
Ey! Was hast du da Schaden gemacht? Nun stirb doch mal. Da ist gut. Da haben wir schön ums Eck geworfen. Sieht auch mal lustig aus. Dark Predictions. Wie wär's denn mal mit einer Call of Danger Spiel? Nur so unter uns. Ich sehe schon, da werden wir einen Wunsch für einsetzen müssen, um diese bescheuerte Level 1 Scroll zu finden. Metal Boots, okay. Rocks und Bones. Alles nicht so wichtig. Finden wir hier vielleicht nochmal irgendwas Interessantes? Oh. Das ist immer doof, wenn man das. Ja. Warum hast du es denn überhaupt erst? Aus der Hand gegeben, das Ding. So, was haben wir hier? Dragon, Ancient, okay. Dir geht's hier auch nicht so gut, ne? Ich merk schon, das ist, machen wir mal, dass es dir noch ein bisschen schlechter geht. Hey! Okay. Nichts von Belang. Hier war auch nichts von Belang, richtig. Auch nichts von Belang. Okay, da ist eine Menge los. Komm da mal. So. Achso, der Grund, warum ich übrigens keine Feuermagie benutze, ist der hier. Den können wir mal machen. Smoke rings shoot from your hand, but no fire. Yes. Könnten wir dich mal... Oh, du bist gar nicht schlecht, hä? Huh?
Okay. Du warst ziemlich hochlevelig, mein Freund. Okay, immer das. Dann gehen wir hier mal hoch. Jetzt sind wir hier. Und das haben wir gemacht für eine Fire Resistance, eine Wand of Cold. Mhm. Naja, manchmal kann man hoffen, dass man hier in dem Dungeon noch irgendwas Interessantes findet. Aber das ist uns nicht passiert. Ich meine, wir könnten auch einfach. Haben wir Acid Bolt? Haben wir. Okay. Bringt nicht wirklich viel mehr. Könntest du mal hier irgendwie. Ich würde gerne meine Waffe. Danke, meine Güte. Come on. Man, immerhin kriegen wir ein bisschen Erfahrung, das kann auch nicht schaden. Nichts dran verändert. Okay. Ein Dagger. Boah, wollte ich schon immer mal finden. Oh, hallo? Bist du Ancient? Nur Female. Okay, bitte sehr. Und was bekommen wir dafür? Oh Gott. Ja, der hat schon eine gute Länge, der Zauber inzwischen. Okay, das war ja alles sehr interessant, aber nicht wirklich wichtig. So. Dann gucken wir mal hier weiter. Dieser Raum ist voller Fallen. Ich habe natürlich clever, wie ich bin, unsere
Fallendings zu Hause gelassen? Ups. Okay. So, dann wollen wir mal ins nächste Level. You seem to stumble in the middle of a large battle. Ja, das Bild stimmt noch nicht. Das ist das Level davor. Wir müssen warten, bis das neu geladen hat. Ja, hier ist jetzt eine... Hier sehen wir eine Gruppe von Feuerkreaturen. Und hier hinten, die wir noch nicht sehen, sehen wir eine Gruppe von Eiskreaturen. Und dann wollen wir mal Folgendes machen. Gucken wir uns das mal an. Also erstmal frieren die ganz schön. Und wie wir sehen, nehmen sie dadurch Schaden. Was zur Hölle bist du denn? Oh, so sehen Fire-Elementals aus. Okay, ne. Irgendwas Interessantes hier in Monstern? Nicht wirklich. Ja, hier liegt viel Kram rum, aber... das mögen die nicht, wenn die... Wenn wir das aufnehmen. Wir können ja mal gucken, was wir hier haben. Ja, alles nur Rocks. So, wir schleichen uns hier einfach mal hinterher und gucken uns das an, was die hier machen. Gucken, ob überhaupt welche, ob alle von denen ankommen. So, und jetzt prügeln die sich hier. Female Fire suddenly looks more powerful. Ah, da Ice Statue gekillt. Okay. Okay, da ist jemand kaputt gegangen. Okay. Corrupted. Okay, alles sehr interessant. Okay. Meistens gewinnen die Eisviecher. Ah, sieht aber eng aus. Oh, Feuerkreaturen haben gewonnen. Das ist mal interessant. Was haben wir hier? Magic Lock brauchen wir nicht. Boost Speed. Nehmen wir mal mit. Gut, der wird jetzt feindlich, aber das ist egal. Oh, nice. Nein, ich meine, wir können ja. Wer corrupted mich hier? Ich meine, wir können... nichts Unsichtbares sehen. Deswegen legen wir mal das Ancient Mummy Wrapping an.
Damit können wir Unsichtbares sehen. Oh, du bist nur über. Okay. Aber viel, ja, hau rein. Ups. Irgendwas von Bedeutung? Scimitar. Okay. Ja, nehmen wir es erstmal mit. Salamander macht, glaube ich, nichts. Hier haben wir Hurtlingbird. Rope. Potion of Water, Fire Giant. Dog Creation können wir immer brauchen. For Ingot. Okay, naja, haben ja die Fire Creatures, also eigentlich war es fast nur unentschieden, aber naja, fast gewonnen. Oder eigentlich haben sie gewonnen. Okay, da können wir jetzt ja wieder das ausziehen. Hier war ja, ich habe keine Ahnung, was uns da korruptet hat. Er hat uns da irgendwas beschossen, so wie es aussah, aber ne, whatever. Das ziehen wir mal aus. Und dann legen wir das Ding wieder an. Okay, und gehen ins nächste Level. We enter the grand hallway of the Palace of the Ice Queen. Yes. Okay. Hier droppen wir mal der einfache Teil war alles. Yes. Also die Patch, hier können wir rübergehen. Du bist der Chaos Diplomat. Ja. Peaceful. Das werden wir bald ändern. Warum du hier rumstehst, weiß ich nicht. Das ist bestimmt ein Grund. Machen wir uns mal wieder unsichtbar.
Okay, der Berserker-Prinz. Kümmerst dich nicht drum? Machen wir das mal anders. Your way and see a puny traitor. Ja, ja. I see your darkness and I will end it. Okay. Hat er die Tür aufgemacht? Weil hier sind nämlich in diesem Bereich ist es alles voller Monster. Und wenn der lang genug am Leben ist, dann macht er hier eine Wand auf und wir müssen uns mit den ganzen Monstern rumärgern. Ja, was heißt? Das will ich ja mal in Ruhe hier. Ich nehme an, ihr seid immun gegen. Dann sieben Muse, den habe ich mir gedacht. Teleportation funktioniert hier, glaube ich, nicht, wenn ich mich recht entsinne. Jo. Kann ich hier mal durch? Es ist alles sehr anstrengend hier. Ich meine, ich will eigentlich nur mit der Chefin sprechen, aber... Ne. Jetzt aber... Ah, bin durch. Okay, aber gut, dann bringen wir den Rest auch noch um hier. Um zu sehen, was wir da auf dem Boden liegen haben. Schon wieder keine Waffe mehr? Wo liegt die denn jetzt schon wieder rum? Yes. Okay. Das ist ja eh zu voll, um was zu essen. Also, das hat keinen Wert. Das lädt uns mit das Ding. Okay. Yes. You enter the frozen garden of the Palace of the Ice Queen. Okay, eine Sekunde mal kurz. Okay. So haben wir hier ja Garden, Yetis, also unsichtbar. Dann gehen wir hier einfach durch.
kümmern uns nicht um die Yetis und gehen ihnen einfach aus dem Weg. Dann müssen wir uns nicht mit ihnen rumärgern. Kommen wir hier irgendwie durch? Sieht nicht so aus. Aber ihr seht uns nicht, also alles gut. Yes. Prison Section. Okay. Haben wir eigentlich nichts mit zu schaffen und wollen uns auch nicht um die Prisoners kümmern, die sich uns entweder anschließen wollen, was wir keinen Wert für haben. Kein Nutzen für haben, oder sie wollen uns bekämpfen und beides ist irgendwie doof. Und ich finde das echt so lästig, dass die hier dieses, das ist dieses, dieser schwarze Punkt und der da, das sind Rahmen von diesem Fenster. Das ist wie so ein Schatten. Das ist, das haben andere Fenster auch, hier so die, nee. Hier, das hier, was man hier sieht. Ich weiß nicht, was das soll. Warum die Entwickler das hier drin haben. Weil das sieht so bekloppt aus. Aber na gut. Ist mir nur gerade mal wieder aufgefallen. So, jetzt wollen wir... Oh, nee. Hier wollen wir... unseren Hut ablegen. Und unsere Waffe. Nee, nicht den Gürtel. Alles, was wir an der Hand haben. So. Yes. You enter the grand antechamber of the Palace of the Ice Queen. Hot springs and icy stone create a deadly environment. Das ist richtig. Hier ist das nämlich ziemlich windig. Your bed of a violent storm threatens to topple you over. Ja, das ist alles ziemlich, ziemlich doof hier. Und das bläst uns auch den Hut vom Kopf, also den Helm. Der hält hier keine Runde und wir verlieren üblicherweise auch alles, was wir in der Hand haben. Das wird uns auch aus der Hand gerissen. Und wir können uns auch nur eingeschränkt bewegen. Das Spiel schiebt uns manchmal in irgendeine Richtung und wenn wir dann in dieses Wasser fallen, ist das auch nicht schön. Deswegen wollen wir hier mal möglichst schnell durch und... Yeah, yeah. Nein, nee, nee, nee. Yes. Ah, Gott sei Dank. You enter the throne room of the Palace of the Ice Queen, although it appears empty in its vastness, it is filled with whispering and you sense many eyes resting on you. Ja, das hat ja bestimmt nichts damit zu tun, dass hier alles, also, ich meine, können ja nur mal für Spaß. Ach, die hab ich da gelassen, die habe ich liegen lassen. Ja, also hier ist alles voll mit Invisible Stalkern. Die können wir natürlich nicht sehen und das ist auch nicht so wichtig. Wir wollen ja hier auch mit keinen Invisible Stalkern sprechen. Wir wollen ja mit der Chefin sprechen. Bist du hier irgendwo? Irgendwo bist du hier, ne? Du bist ja am Ende. Gott, ist das groß hier. Hallo! Guten Tag, die Dame, Kollegin, wie auch immer. My Queen. Yes, ma'am. Oder whatever. Chat. Nee, Chat. Welcome, mortal. Was soll denn das heißen? Do you want to help my typo? Do you want to help me, sagen wir mal, in my war against chaos? Chaos has ensorcelled... Also, wartest gar nicht die Antwort ab. Na gut, gibst uns mehr Informationen, ist ja nur freundlich. Chaos has ensorcelled a frost giant jarl named Hagar. Das kann ja so sein. His domain lies to the northwest und ist hiermit in die Existenz geworfen worden. Vorher gab's das Ding nicht. That brute now is trying to wrest control from me. Und das gehört sie nicht. He weakens my forces and that in turn strengthens chaos. Because I'm order. And blonde. Seek him out and slay him. I reward you handsomely. Das ist richtig. Deswegen machen wir das auch. Congratulations. That was a new quest. Okay, so. Und die hat noch zwei weitere Quests für uns. Aber erstmal müssen wir die eine machen. Die Movements are getting swifter.
Sag bloß. Dummerweise muss man dazu hier halt immer raus und Teleportation funktioniert hier nicht, deswegen ist das alles ein bisschen, ne? Mittel? Yes. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Yes. G und G ist B. Also machen wir uns wieder unsichtbar. Wo ist das unsichtbar? Habe ich da gerade weggedingst. Invisibility da oben jetzt. Yes. Oh, wir waren aber am Leben. Habe ich euch da glatt vergessen? Das tut mir leid, das ändern wir mal kurz. Okay. Und das Ding ist noch zu, ne? Ja, gut. So, dich umgehen wir auch einfach mal. Um dich kümmern wir uns beim nächsten Mal. Dann nehmen wir unseren ganzen Kram mit. Können wir den... Nee, ist schon vergammelt. Okay, nee, gut. Brillen, die wir nicht kennen. Ich habe erstmal wohl übersehen. Okay. Also ich glaube, hier können wir einen Shortcut nehmen, wenn wir... Und man kann doch irgendwie... Wie ging das? Irgendwie konnte man das Ding ja aus dem Weg ziehen. So. Ich glaube, wir können hier... Yep, Abkürzung. Okay. So, Frost Giant Jarl ist da. Und da würde ich sagen, kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Ominous Huge Cave Entry Victing an Icy Gale of Death and Chaos. Na, das klingt ja positiv. Dann machen wir hier mal. So, haben wir noch irgendwas, was wir können noch was essen. Und. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter und kümmern uns dann um den Auftrag der Königin. Um den ersten Auftrag der Königin. Und dann, ja, würde ich sagen, bis dahin. Tschüss.